Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Gloomhaven mit Seascat. Hallo. Heute besuchen wir den Hort des Bildlosen. Zuvor haben wir aber noch zwei so Dinge übrig. Wir haben einmal den Stadtarchivhandlung vor uns. Wir haben eine Quest für Dominik erledigt, also diesen Bibliothekar. Dominic greets you at the door of the Tome Records Building. Empfängt euch Dominik an der Tür des Stadtarchivs. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir die Unterstützung von Stadtrat Graumähne gesichert habt. Er führt euch an den halb gefüllten Bücherregalen vorbei in ein kleines Hinterzimmer. Sobald die frohe Kunde mich erreichte, habe ich mich wieder ans Werk gemacht. Dominik setzt sich an einen großen Tisch. Sein Buch liegt offen vor ihm. Mit einer Handbewegung fordert er euch auf, Platz zu nehmen. Ich habe noch etliche Details zu recherchieren, aber ich bin schon ziemlich stolz drauf. Wollt ihr lesen, was ich bisher geschrieben habe? Ja, das heißt, das dauert jetzt ein bisschen. Nein, Dominik, ich will das nicht lesen. Vor mehr als 300 Jahren wurde Gloomhaven an den ruhigen Gewässern der Händlerbucht als Hafen für die Handelsschiffe gegründet, die das Nebelmeer überquerten. Obwohl die Stadt jünger als die meisten anderen Siedlungen ist, ist sie aufgrund ihrer Bedeutung als Handelszentrum für Menschen und andere Völker schnell gewachsen. Sekunde. Für alle, die jetzt wirklich bis hierhin zugucken, ihr könnt natürlich die Geschichte mitgenießen oder ihr überspringt das einfach, wenn ihr selber die Geschichte genießen wollt und nur andere Dinge mitkriegen wollt, wie zum Beispiel wir die alle platt machen. So, du darfst weitermachen. Ich weiß nicht, warum mir das eingefallen ist, aber es ist vielleicht auch unwichtig, ist auch egal. Ist auch egal. Gloomhaven ist für die menschliche Wirtschaft sehr wichtig, da es der einzige Ort an der Ostküste ist, dem eine Vielzahl von Schiffen vor Anker gehen kann. Die Tatsache, dass die Stadt immer noch vom Militär regiert wird, ist Kaufleuten auf dem gesamten Kontinent ein Dorn im Auge. Alle Im- und Exporte werden hoch besteuert. Gloomhaven ist offen gesagt immer noch ein gefährliches Pflaster. Während andere Siedlungen mit der menschlichen Expansion an Sicherheit gewonnen haben, scheint Gloomhaven trotz zahlloser Versuche, die umliegende Wildnis zu zähmen, immer gefährlicher zu werden. Es scheint fast so, als lauere eine dunkle Macht vor den Toren darauf, die Stadt und ihre Bürger zu vernichten. Dieser Meinung sind natürlich nicht alle. Manche Handelsleute hegen den Verdacht, dass das Militär Ratzenstämme und andere Unruhestifter außerhalb der Mauern bewusst anstachelt, um alle daran zu erinnern, dass Gloomhaven ohne seine Soldaten nicht überleben könnte. Diese Sichtweise mag zynisch erscheinen, doch nachdem die Kaufmannsrevolution jede andere Militärregierung auf dem Kontinent gestürzt hat, ist kaum zu leugnen, dass das Militär in Gloomhaven nur aufgrund der anhaltenden Bedrohungen an der Macht bleibt. Und durch uns. Wir haben die Jackie ja platt gemacht. Dominik ringt die Hände. Ihr habt bestimmt mehr erwartet, aber ich stehe eben noch am Anfang. Bei meinen Recherchen bin ich auf einige Quellen gestoßen, denen zufolge der Dämonenkrieg, der Krieg zwischen Menschen und Valrati im Süden, vor Hunderten von Jahren ausschlaggebend für die Gründung von Gloomhaven gewesen sein soll, aber für mich ergibt das keinen Sinn. Dominik beginnt, seinen Bart zu kraulen. Als dieser Krieg stattfand, existierte Gloomhaven schließlich noch lange nicht. Daher sehe ich keinen Bezug. Aber ich muss das herausfinden. Es steckt noch viel mehr dahinter und der Dämonenkrieg ist sicher der Schlüssel. Ich habe Bücher aus den Walrat-Bibliotheken angefordert, die hoffentlich mehr Aufschluss darüber geben werden. Leider fehlen uns die Mittel für den Transport. Genau genommen fehlen uns die Mittel an allen Enden. Dominik erhebt sich und begleitet euch zur Tür. Macht nur weiter wie bisher, dann wird mich irgendwann sicher auch etwas Geld erreichen. So. Alles klar, Dominik. Ich hatte jetzt schon gedacht, er bittet uns, das zu kaufen, beziehungsweise zu holen. Wie sieht's denn hier aus? Aha. Okay. Also, ich sag mal so, Aurelia und Maeva haben die höchste Szenario-Erfolgsquote. Ja. Und der Rest der Statistik ist zum Teil falsch, ne? Ja, der ist nicht falsch, der ist halt aufsummiert und das ist halt... Das muss man halt in Relation zu den gespielten Szenarien sehen und die fehlen hier halt. Ja, und deswegen stimmen die Zahlen nicht. Das sieht jetzt so aus, als ob der Heinz halt der Über-Mega-Damage-Dealer ist.
Und das stimmt halt so nicht. Also ich meine, ja, der war jetzt echt krass und der hat eine Menge Damage Der rausgekloppt, ist, glaube ich, aber von Anfang an dabei einfach. ja, natürlich, auch das kommt noch mit hinzu, ne? Aber wie Ja. gesagt, das ist ja, also die Zahlen, die da so stehen, sind halt nicht repräsentativ, weil sie was verzerren. Das ist korrekt. Dann machen wir erstmal schnell eine Stadtbegegnung und dann gehen wir zum Hort des Bildlosen, damit die Zuschauer auch was zu sehen haben und nicht nur die langweilige Geschichte. An einem ruhigen Abend im schlafenden Löwen kommt ein verdächtiger Mann mit ausgestreckter Hand auf euch zu. Darin befinden sich zwei fahle Würfel, in die grobe Zeichen geschnitzt wurden. Zum Gruße, Freunde. Ihr seht aus, als könntet ihr ein wenig Spaß vertragen. Lust auf ein Spielchen Knochenwürfel? Das wird bestimmt interessant. Seine andere Hand tätschelt einen Geldbeutel. Spielt ein Spiel mit dem Mann? Vielleicht wird es ganz unterhaltsam oder lehnt das Würfelspiel ab. Ich will kein Geld verlieren, ich lehne ab. Na gut. Ihr lehnt das Angebot des Mannes lachend ab. Wer braucht Würfelspiele, wenn man stattdessen gegen furchterregende Monster kämpfen kann? Im Kampf sind Pläne und Taktik entscheidend. Das ist viel interessanter als das zufällige Ergebnis eines Würfels plus ein Ansehen. Wir haben schon sind schon Ansehen im Maximum. Okay. Na gut, dann gehen wir zum Hort des Bigglosen, ein weiteres Bossmonster. Wir haben ja diesen Unterwassertunnel durchquert. Zwei Schatztruhen sogar. Ich bin gespannt. Mal der Ragnarang, der freut sich schon. Ja, der Boss, der ist immun gegen alles, wieder Alles. so gut wie alles. Wie viel Immunität möchtest du? Ja. Genau. Aber ich glaube, der ist nicht gegen Gift immun. Ihr wandert gefühlt stundenlang durch die riesigen Steinstrukturen unter den Wellen. Durch das Fehlen jeglichen Lebens wirkt dieser Ort nur noch furchteinflößender. Da ist nur eine schreckliche Stille, die jeden Schritt schluckt, den ihr tut. Und genau als ihr glaubt, nicht mehr weiter zu können, fühlt ihr eine Präsenz. Etwas Altes und Mächtiges erwartet euch am Ende dieses Korridors. Es ruft euch, fordert euch auf, in seinen offenen Schlund zu klettern, euch der süßen Erleichterung der Unendlichkeit hinzugeben. Um dies zu besiegen, seid ihr hier. Aber selbst ohne es zu sehen, seid ihr erfüllt von endloser Hoffnungslosigkeit. Wie konntet ihr je glauben, eine solche Kreatur besiegen zu können? Ihr schüttelt den Kopf und versucht euch gegen diese negativen Gefühle zu wappnen. Ihr habt euch nicht diese sperrigen Atemkugeln in die Kehle gezwängt und seid auf den Grund des Ozeans geschwommen, um jetzt zu scheitern. Ihr müsst weiter, müsst diese Gefahr vernichten. That's it. Der, doch, der ist tatsächlich, den kann man vergiften. Okay. Wir Wir sehen uns. sehen uns im Dungeon. Korrekt. So, wir befinden uns jetzt tatsächlich im zweiten Versuch, auch wenn das nicht danach aussehen mag. Wir sind beim ersten Versuch am Endgegner, den es hier in diesem Szenario zu töten gilt. Also eigentlich sind alle anderen Gegner irrelevant. Daran gescheitert, das zu tun mit, ich meine, es waren 5 Leben, die da ausgestanden waren, sind. Und alle von uns sind dann gestorben, nur ich bin übrig geblieben. Und es ist allerdings nicht so, dass dieses Szenario sich wunderbar dazu eignen würde, irgendwelche Kreaturen zu beschwören, weswegen auch ich doch sehr limitiert war. Aber alles kann besser werden und deswegen also jetzt hier nochmal das Szenario von uns. So sieht's aus und dann fangen wir mal an, den ersten Raum hier aufzuräumen. Ja, der erste Raum ist ja eigentlich noch gar nicht so wirklich das Problem. Das ist Wie man korrekt. schon ganz gut jetzt erkennen kann. So, der wird jetzt die Schilde ignorieren von dem Gegner. Und sieben Schaden machen. Das ist völlig in Ordnung. So, die bewegen sich, glaube ich, nicht. Ja. Machen nix.
Okay. Ah, da hast du dir was hochgesetzt. Genau. Also es lohnt sich für mich absolut nicht, hier irgendetwas zu beschwören, deswegen hau ich dann jetzt halt mal so drauf. Bei dem. Was war denn? Den müssen wir, glaube ich, nicht vergiften. Ja, den kannst du mir jetzt lassen, den schaffe ich. Ja. Man muss da nicht mehr rangehen. Komme ich leider nicht weiter. Ich genau dahingestellt, wo ich mich hinstellen wollte. Ja. Ja, super. Musst du dich hier hinstellen? Mann. Ich Lass mich mal, ich mach schon. brauche Betäubung, diesen Todesstoß für gleich wieder. Ja. Entwaffnen kann auch nicht schaden. Ist denn die Termite so lahm in der Runde? Absichtlich, glaube ich sogar. Mit die anderen vorher dran sind. Na gut, da ist die -2 schon mal raus. Dass wir einen Nachteil haben. Du darfst einmal angreifen. Jetzt eine Elite angreifen, ne? Den anderen brauchst du nicht. Müssen wir da drehen? Na. Wieso dreht er das nicht richtig? So. Könnte ich doch auch schon wieder eine Karte? Nee, ich glaube, es ist noch okay, ja. Runde 3. Alle Gegner entwaffnet, die machen also nichts. Dann schauen wir mal. Ach nee, sind die genau dazwischen? Ich fasse es ja nicht. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Ach, ist das doof. Weiß ja nicht, was du vorhattest. Warum passe ich denn nicht auf? Weiß ich nicht, weil du keinen externen Helfer hast. Das ist doch richtig behindert jetzt. Ja, damit geht wieder nichts auf hier. Nix, der ganze Plan ist kaputt. Ja, die ist jetzt völlig überflüssig, die Karte. Es ist auch Dann mal ein überflüssig. Standardangriff. Ist auch überflüssig.
Na gut. Richtig bescheuert. So, lieber springen wir mal. Die haben nicht wirklich viel gemacht. Gut, ich wollte eigentlich hier hingehen und den töten, aber die waren genau zwischen der Badin und dem Barbar. Weißt, da müssen wir jetzt wieder umswitchen. Dann töten wir den halt auf herkömmliche Weise. So blöd es ist. Immerhin. So, der muss jetzt seine Sprungstiefel benutzen. Und dann heilt er dich. Das ist aber nett vom Ragnarang. Und du wirst sogar noch dabei gesegnet. Super, ne? Ja. So, jetzt brauche ich noch einen schöne Sache hier oben. Ich könnte das hier nehmen. Ich habe unten, zweimal unten und dann brauche ich noch eine schöne Sache oben. Ich könnte noch mal Heil nehmen. Angreifen, nein. Der ist doch nicht schlecht, oder? Ja, den nehmen wir hier. Tudum. Ich kann gleich, glaube ich, die Luft hochsetzen. Mit dem... Kann mir die schon selbst hochsetzen, alles gut. Okay. Na, jetzt machen die Schaden, aber ich glaube nicht. Ja, scheiß Wunder. Erstmal betäubt. Und dann werdet ihr alle gestärkt. Das ist nice. Jetzt sollten wir doch ein bisschen mehr Schaden machen, denke ich. Wie auf den Elite, ne? Jo. Das sieht doch ganz gut aus. Ich werde da mal meinen Hammer verwenden. Oh ja. Das war doch guter Schaden. Oh je. So kann man das auch lösen. Nicht schlecht. Ja, kriegt er noch vergiftet jetzt. Ist ja auch gleich tot. Alles halb so wild gerade. Einfach zwei Schritte nach vorne und dann bin ich in der Langrast.
Da. Okay. Scheiß Wunder. Mal gleich einen Haltangler da nehmen. Und die kann ja auch angreifen. Tempted Power. Oh. Oho. Die Baden, ey. Mal eben, du. Ja. Nicht schlecht. So, ich könnte dann nochmal den Buff gebrauchen. Also ich gleich auf jeden Fall für den Endgegnerkampf 2 Leader habe. Ja. Und dann brauche ich jetzt vielleicht nochmal diese... Wo ist die denn jetzt? Ah, das ist die ja auch noch. Ha. Muss ich mich mit irgendeiner anderen bewegen? Das ist dann auch egal. Nehme ich einfach die hier. Ja. So, dann werde ich... Oh. Versuchen. Das reicht. Was habe ich denn noch für Karten auf der Hand? Na, gar nicht viel, ne? Ich bin leider nicht so schnell. Ja, ihr müsst doch jetzt auch alle nach der Runde in die lange Rast, oder nicht? 1, 2, ich guck mal eben. Nee. So, wir sind kurz vom Raum und kurz davor hineinzustürmen. Und zwar fängt der Barbar an. Ja, und dann kommt nämlich jetzt hier auch der Clou. Ihr erreicht die letzte Kammer und findet das Monstrum. Einen riesigen Augenstiel mit einem klaffenden Schlund voller Zähne statt einer Iris. Ekelhaft. Erneut spürt ihr seinen Einfluss. Ihr erkennt, wie zwecklos euer Handeln ist. Ihr begreift, dass das einzig Sinnvolle wäre, sich seiner Umarmung hinzugeben. Aber erneut wehrt ihr euch. Das macht das Monster wütend und seine vielen Tentakel bewegen sich bedrohlich. Der Raum erzittert heftig und der Korridor, durch den ihr gekommen seid, beginnt einzustürzen. Ihr habt euch nicht von seinem Ruf in den Wahnsinn treiben lassen, doch es ist noch lange nicht vorbei. So, wolltest du dazu was sagen? Ja, das Üble hier an diesem Raum ist Folgendes, und zwar alle Leute aus der Party müssen eigentlich zusehen, dass sie innerhalb der Runde, in der der Raum geöffnet wird, auch da reinkommen. Denn ansonsten gibt es Schaden in Höhe der Stufe, die man hat, plus 3. Genau. Und das hat uns beim ersten Versuch doch eiskalt erwischt, weil wir damit gar nicht gerechnet haben. Und dann erstmal 3 Leute aus der Party richtig üblen Damage kassiert haben, weil sie das nämlich nicht geschafft haben, in den Raum zu kommen, bevor die Runde zu Ende war. Genau. Okay, die Typen sind gleich noch dran. Und das Auge ist nach der, das ist auch gut. Uff. Ja, diese Augen, die sind halt übel. Das Problem ist, das spawnt die Augen, nur diese Runde nicht, das ist ganz gut. Da müsste man jetzt erstmal hier hinlaufen. So, und dann gibt's. Ich überlege jetzt, ob ich mir. Nee, das mache ich später. Ja. Müssen wir jetzt erstmal Schaden auf den machen. Fangen wir langsam an, ne? Ja, toll. Wir stechen 6. Ja, sehr sinnvoll gegen den. So, und dann überlege ich mir, einen Angriff abzufangen. Ja. Einen Angriff 3 fange ich mir ab, ja. Okay. Oder vielleicht sogar einen Angriff 4. Ja.
Okay, dann schauen wir mal, was die Gegner machen. Nichts Gutes. Der wird den jetzt töten. Das war der Plan. Das Gute ist, der steht jetzt auch nicht direkt neben dem Barbar. Einen Schaden kriegen wir noch verpackt. So, die Wahrsagerin, die spielt jetzt... Wahrsagerin? Habe ich Wahrsagerin gesagt? Du sagst dauernd Wahrsagerin zu der... Die Bardin. Die läuft jetzt... rein. Ja. Hier hinten kriegt, da kriegt sie schon mal keinen Schaden. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da geht, da, hier gehst du nicht hin, ne? Du gehst weiter, ne? Nee, ich muss weiter, genau. Gut, dann geht die da hin. Und dann gibt es jetzt das zweite Lied, und zwar Vergeltung. Das ist schön. Ja, ich denke, das wäre sehr sinnvoll jetzt. Genau, jetzt kriegt die Wahrsage wieder rein. Und genau, der geht hier hin und macht noch einen Fernangriff hier drauf. Sehr schön. Ja, cool, er kriegt seinen Gegenstand zurück. Da finde ich doch jetzt gerade die Schrift der Ausdauer ziemlich praktisch. Die wende ich nämlich jetzt auch direkt auf den Heinz an. Dann kann er sich was zurückholen. Jupp. Und zwar... Moloch? Ja, ich überlege. Ja, Moloch ist gut. Tatsächlich. Und dann braucht er Damage. Weiß nicht, ein Angriff 5 oder... das ist der Inni, wäre das aber zu lahm, ne? Ja, ist nicht schlimm. Ich habe ja Moloch mit 34... Ja, dann die 86. Oder ich nehme die 17 mit Angriff 4 und wenigstens ein Schild selber machen. Oh ja, oh ja. Ja. Ja, ist doch nice. So, die machen jetzt halt üblen Schaden. Aber wir müssen uns halt trotzdem auf den Endgegner da konzentrieren, ne? Ja. Ja, der Endgegner muss... Der hat ja schon 12 Schaden gekriegt. Das war gut. Oh, der arme Heinz. Das ist ja bitter da. Ja, der kriegt's jetzt. Aber nicht schlecht, ne? Mit dem Vergelten. Das ist jetzt schon sehr wichtig. Ah, sieht doch gut aus. Da ist er. Da ist er. Er wird nun nicht lange überleben. Auf jeden Fall schön in der Mitte halten. Super. Nice. Jetzt wird's spannend. Ja, die Schwarmlinge sind so scheiße schnell. So, okay. Aber die entwaffnen schon wieder. Das ist nicht schlimm, der kann. Und er beschwört noch einen Tiefschreck. Ja. Das Problem wird jetzt sein, dass der das Feld da belegt, wo du drauf bist, mit deinem Viech. Der wird da wahrscheinlich einen hinspawnen hier. Wer? Der Boss. Der wird, sein Typ wird getötet und dann wird da was hingespawnt. Ja gut, aber wenn wir Glück haben, kann mein Typ halt einmal noch angreifen, ne? Ja, das ist richtig, das kann er. So, ich überlege, ob ich mit dem Heinz
Ja, der Heinz hat. Schild. Also, du Moloch. meinst, ob du dich jetzt noch schneller machst? Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich das machen soll. Wobei der stützt sich selber. Tja. Ah ne, ich quatsch, die greifen ja gar nicht an. Natürlich mache ich das. Dann müsste ich eigentlich vor denen dran sein. Ich betäub ja ohne Ende Leute. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal die Heilung. Dann kommt der Moloch. Und dann kommt der Angriff. Sekunde. Ich hole mir erst alle meine Gegenstände wieder. Und dann werden wir den jetzt auch vergiften. Dann machen wir schon mal ein bisschen mehr Schaden. Ach, guck mal, ein zweites Ziel. Das ist super. Dann nimm doch den Tiefenschreck damit, dann stirbt der. Der stirbt sowieso. Ah ja, stimmt. Der hier, ne? Ja. 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 Aber warum nicht? Gar kein schlechter Angriff. Richtig. So kriege ich das so abgewehrt, dann brauche ich meinen Moloch nicht. Sehr gut. Den Moloch nutzen. Okay, so der Quartiermeister macht das was richtig Geiles. Der kann zwar den Hals nicht richtig heilen, weil er vergiftet ist. Aber gut, er segnet ihn immerhin. Und er gibt dem Heinz jetzt alle abgeworfenen Karten wieder. Ja, das ist super. Er hat alle 10 Karten wieder jetzt. Das ist echt krass. Was macht die Termite? Ja, Die betäuben, ne? betäubt. So, das geht schon mal. Ich guck mal eben, wie ich noch schön betäuben kann. Ja, guck mal, die da hinten. Da habe ich die zwei und dann die anderen drei. Ja, das ist doch perfekt. Die betäubt alle. Bis auf den Boss, den kann man nicht betäuben. Leider. Guck mal, jetzt betäubt alle, ey. Zack, 5 Betäubung. Sehr schön. Überhaupt kein Problem. Wie krass ist das denn? Oh, Glück gehabt. Oh, der ist so blöd, ne? Ja, da ist der andere ist 79. Und oh nice, schön den Damage drauf. So ist es geplant. Schade. Nein! Aber immerhin die Wunde. Die kann man ihm auch zufügen. Boah, ist das behämmert. So war das aber nicht geplant. Ja. Guck mal, der Boss noch macht. Ja, mein Viech töten. Oder kriegt jetzt aber jede Menge Vergeltung. Hat er auch, ne? Weiß ich Weiß gar ich nicht. nicht. Oh, die Bade. Jetzt kriegt er 4 immerhin.
Da haben wir schon ordentlich Damage kassiert. Die Schwarmlinge sind mit 16 dran, das passt. Guck dir mal an, was dieses scheiß Auge macht. Ja, da haut schon wieder alle. Das ist richtig bitter. Sieh nur zu, dass du mit der Termite Garten hast, die du wegschmeißen kannst. Ja. So, ich mache jetzt erstmal das. Oder warte. Na schade, ich kann... Nee. Geblockt. Das hätte ich jetzt anders machen können, aber ist nicht schlimm. Heinz braucht den großen Heiltrank wieder. So, die Badin, was kriegt die wieder? Halt die jemand anders oder kümmert die sich um sich selbst? Ja. Ich nehme aber einen Ausdauertrank. Ja. Der Heiltrank halt nur 3, ne? Kommt auf den Heiltrank, also auf die Größe des Heiltranks an. Ja, der halt nur 3, aber du hast recht. Ich brauche den Heiltrank. Geht leider nicht anders. So, ich werde mal hier einen aus dem Weg räumen, der macht schon mal nichts. Ja, nice. Ich hab mir gedacht, wenn der schon betäubt ist, dann kann man das auch machen, ne? Wohl wahr. So, die muss ich auf jeden Fall. So, die wird nämlich auf jeden Fall angegriffen. Kann ich nämlich jetzt gar nichts gegen tun. Aber ich kann 2 Leute entwaffnen, ne? 3 schaffe ich nicht. Was machen die überhaupt? 2 Angriffe machen die. Ja, und die lähmen. Und vergiften, ey. Die vergiften und lähmen. Echt bitter. Cool. Ich werde 2 auf jeden Fall entwaffnen, dass die nichts tun. Und dann lasse ich den Heinz nochmal angreifen. Ja. Der war ein schöner Schaden, ja. Hat sogar noch ein Schild gekriegt. Ja, ich hau raus. Das überlebt zwar alles nicht, aber... Ist doch egal. Ist doch okay so. Schaden, Schaden. Der hat nur noch 37 Leben. Ich glaube, wir überziehen dieses Mal auch wieder. Aber das dauert, glaube ich, nicht ganz so lange. Hoffe ich mal. Na, schade. Boah, das gibt's doch nicht. Jetzt hast du aber echt Pech. Ja, total. Ja, tötet sich was selber da. Jetzt kriegen wir wieder alle Schaden. Du musst zuerst kassieren. Kriegt er nochmal viel Schaden zurück. Das ist doch super. Ersatz Runde 10. Oh, der macht schon wieder diesen bösen Angriff. Ich bin, glaube ich, recht zufrieden mit der Inni. So, jetzt kommt nämlich Bewegungsfertigkeiten wie Angriffsfertigkeiten aus. Okay.
Okay. Dann wird jetzt gekloppt. Oh, sehr schön. Das war ein Segen. Der war auch schön. Hier sind schon mal 10. Können wir mal mitzählen. Na, schade. Ja, das mit den Nullen, da haben wir irgendwie so drin, ne? Ich weiß auch nicht, was das immer ist. Guck mal, der hat nur noch 19. Das ist... Jetzt machbar, sagst du. Ist machbar, hoffentlich. Was machen die eigentlich? Ja, die greifen auch schon wieder so Scheiß an, ja. Der wird erstmal betäubt. Damit er da die Termite in Ruhe lässt. Ja, genau. so, was holt der sich zurück? Holt er sich den Bohrer zurück, um nochmal 2 mehr Schaden zu machen? Oder ist der Ausdauer? Boah, das ist alles so toll, was der kann. Ich glaube, der holt sich nochmal Betäubungspulver für alle Fälle. So, danach geht er hier hin. Und dann haut er den jetzt weg. Oh, das ist super. Dann macht er schon mal nichts, ne? Das ist wirklich gut. So, und dann hole ich mir Karten. Und zwar einmal die Heilung. Ein Schild, ja, warum nicht? Mein letztes Viech. Ja, 19 Leben hat er nur noch. Da kriegst du auch jede Runde ein durch deine Wunde. Oh Mann, er macht 5er Angriff jetzt schon. Nicht schlecht, ey. Ist echt nicht schlecht. Oh nice. Wow. Ja, sehr schön. Das hat gesessen, ey. Jetzt ab in den Nahkampf mit der Ruferin, ey. Was soll ich machen? Oder das hättest du am Anfang, als du dieses Spiel das erste Mal gespielt hast, hättest du das nie gemacht, ey. Das stimmt. Und jetzt macht der andere da nichts, die. Uff. Jetzt kriegen wir richtig Schaden, ey. Ja. Der macht auch nochmal irgendeinen Scheiß, ne? Scheiße. Jetzt verlieren wir Karten. Und der spawnt nochmal so ein Elite-Ding dahin. Das ist richtig krass, ey. Ja, die Bardin, die verliert jetzt eine Karte. Das ist aber nicht schlimm. Boah, guck mal. Ja, der hat mal eben 2, 4, 6 Vergeltung gekriegt. So, wenn uns nicht alles täuscht, sollte das die letzte Runde werden. Ihh, die Schwarmlinge. Muss das sein? Ihh. Drecksviecher. Der greift einen mit Reichweite an. Ja, komm. Egal. Ja, die Vergeltung hier ist gut, ne? Die ja, haben, total. Die hat, boah. Die hat ordentlich... ordentlich Schaden ausgeteilt. Ist ja egal. So, der heilt sich direkt wieder. Ja. Oh, der Heinz. Der Heinz, der macht das jetzt mit einer Bewegung. Ach, der ist verdingst.
Was? Verwirrt ist der. Scheiße. Den Fluch hat er auch noch. Ja, guck mal. Er hätte sich auch wegnehmen können, ich Trottel. Ja, ist egal. Ich bin auch noch verwirrt. Scheiße. Das macht nichts. Im Zweifel mache ich das mit einem Standardangriff. Ja. Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird. Nein. Ja, es hat Riesenauge-Geschichte. Richtig. Kann auch auf die Truhe springen. Ja, auf jeden Fall, mach das. Mal schön halt Geld einkassieren, ey. So, die Bardin. Die kann, glaube ich. Kann die noch. Oh, cool. Was denn? Die kann noch laufen. Auch noch ein bisschen Geld einkassieren. Und dann holst du das. So, dann mache ich aber nochmal die drei hier. Setze ich nochmal außer Gefecht. Ist halt jetzt auch. Geht das halt schneller. Das ist so krass, ne, was die kann. Das ist so heftig, ey. Guck mal, mit ein Leben vergiftet, zwei Leben vergiftet, drei Leben, ey. Ja, nice. Boah, guck mal, jetzt räumen wir sogar noch alles leer da. Wie geil ist das denn, ey? Gucken, was du findest. 15 Gold. Ja, ist doch geil. Ja, ist schön. 15 Gold ist gut. So, die anderen, oh, die können auch nichts machen. Ach doch, die machen Wunde und Gift, aber das war's. Das haben wir sowieso schon. Okay, gucken wir uns das mal eben an. Wir sind bei 40 Minuten. Ja, in einer Minute sind wir durch. So. Als das riesige Auge stirbt, verdorren auch alle seine Schergen und sterben. Zum Glück hört jetzt der Raum endlich auf zu wackeln. Ihr könnt nicht den gleichen Weg hinausnehmen, den ihr gekommen seid, aber könnt die Kammer jetzt untersuchen, ohne von dieser niederschmetternden Hoffnungslosigkeit zermalmt zu werden. Es ist eine lange Reise, aber schließlich findet ihr einen Weg aus dem Graben, kehrt zum Boot zurück, macht euch auf nach Gloomhaven und beschließt, so etwas nie wieder zu tun. Ja, ja, sehr schön. Ach, guck mal. Ach, den mit der Bardin habe ich wieder nicht echt wieder hier aufgepasst. Das ist ja auch egal. Ja, ist ja super. Ja. Das ist doch ein schönes Ergebnis. Ja, definitiv. Aber hätte man das in der ersten Runde gewusst mit dem Raum, dass wir da alle rein müssen, dann glaube ich nicht, dass wir da gefailt hätten. Ja, gut, er hatte beim letzten Mal 5 Leben übrig, ne? Also auch jetzt war es relativ knapp wieder, ne? Obwohl ich mich relativ gut gefühlt habe bei dieser... Bei dieser, diesem Durchgang. 16 EP, ja, die brauchen wir. Die Leere, oh, das dürfte das sein mit dem... Jetzt haben wir alle drei Artefaktorte, ne? Ja. Oh, Ragnarang ist kurz vorm Ende. Eieieiei. Dann geht mein Charakter auch. Ja, wir haben bald wieder Renten und neue Söldner vor uns. Gut, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Gloomhaven mit Syscat und dem Toxic Teacher. Denn es erwarten uns noch reichlich Geschichten und reichlich Dungeons. Wir sehen uns, macht's gut, bis dahin und ciao.